Was geht ab, Freunde? Da ich ein Video über Tony Ferguson gewünscht habt, auf jeden Fall geile Rechtschreibung, Bruder, habe ich mich dran gesetzt und nachgeguckt, was ich so dazu machen kann. Und das erste, was mir eingefallen ist, ist, wie gut ist Tony Ferguson wirklich? Und kann er es nochmal schaffen, um den Titel im Leichtgewicht zu challengen? Um das genau zu beurteilen, habe ich mir seine Schwächen und seine Stärken im Kampfstil rausgesucht und möchte sie zusammen mit euch nochmal besprechen. Am Ende gebe ich euch dann ein Fazit, ob er es aus meiner Sicht nochmal schafft, an die Spitze zu kommen oder halt nicht. Wie immer, Freunde, lasst dem Video gerne ein Like und dem Kanal ein Abo da, um mich zu supporten. Ich bedanke mich bei jedem einzelnen von euch und jetzt viel Spaß mit dem Video. Um euch nochmal vor den Augen zu führen, wer Tony Ferguson wirklich ist, stelle ich einfach ein paar random Facts zu ihm vor. Also, Tony Ferguson ist zurzeit die Nummer 7 im Lightweight und hat einen Rekord von 25 Wins und 6 Losses. Bei den Wins konnte er 12 davon durch Knockout finishen und 8 davon durch Submission. Bei seinen Losses wurde er einmal durch Justin Gaethje durch TKO gestoppt, einmal durch Jamie Tony submitted, aber das war sehr früh in seiner Karriere, und viermal verlor durch die Punkterichter, also durch Decision. Tony Ferguson ist zurzeit auf einer 3er-Losing-Streak und hat gegen Benil Dariush, Charles Oliveira, der jetzige Lightweight-Champion, und Justin Gaethje verloren. So, das war der kurze Faktencheck und jetzt gehen wir ein bisschen mehr ins Detail. Tony Fergusons Kampfstil basiert sehr auf seiner Cardio, seiner Toughness und seinem unorthodoxen Kampfstil. Er besitzt außerdem sehr starke Submissions und sehr gute Jabs, brutale Ellbogen und starke Legkicks. Seine Cardio kann man in jedem seiner Kämpfe sehen. So hat er zum Beispiel gegen Justin Gaethje 4 Runden durchgehalten und nach dem Ende der 3. Runde nicht mal stark aus seinem Mund geatmet. Genau das gleiche war auch nach einer harten Runde bei Anthony Pettis. Dort setzt er sich sogar nicht mal auf den Stuhl und steht direkt auf, als Pettis ihn anguckt und will direkt weiterfighten. Durch solche Aktionen bekam er auch den Namen El Cocuy, weil er dieses Chaos einfach liebt. Oder eher gesagt liebte. Aber darauf gehe ich nochmal beim Fazit ein. Des Weiteren besitzt er einen sehr unorthodoxen Kampfstil und bringt Aktionen wie diese. Und die Gegner denken sich so, hä, was macht dieser Typ hier? Und können ihn so nicht einfach durchschauen. Sein starkes Submission-Game präsentierte er vor allem in den Kämpfen gegen Edson Barboza und Kevin Lee, die er beide durch Submission finishte und beide ein sehr gutes Ground-Game haben. Ihr denkt euch so bestimmt, Edson Barboza, hä? Der ist doch ein Striker. Aber nein, Edson Barboza ist sogar auf dem Boden sehr, sehr gut und besitzt im BJJ ein Brown Belt. Und er trainiert unter den legendären Hanzo Gracie, der einer der Founder des BJJ ist. Des Weiteren hat Tony Ferguson gute Jabs, brutale Ellbogen und Legkicks in seinem Arsenal, die er eigentlich in jedem Kampf präsentiert. Und seine Gegner dadurch sehr viel Schaden zubereitet und vor allem seine Ellbogen sehr variabel kombiniert und die Gegner sie so gar nicht kommen sehen. So benutzte er zum Beispiel bei Cowboy Cerrone diesen legendären Spinning Elbow und knockte ihn damit sogar fast aus. Im Pettis-Kampf kann man noch die andere Auswirkung von den Ellenbogen sehen. So benutzte er seinen Ellenbogen in diesem Kampf, um Pettis Gesicht regelrecht zu demolieren. Und mit den Legkicks nahm er Pettis einfach seinen Stand weg. Und ab der 2. Runde konnte man erkennen, dass Pettis Körper langsam nachgab und Tony Ferguson erst richtig in Fahrt kommt. Aber in diesem Kampf konnte man schon seine erste Schwäche erkennen. So ist mir aufgefallen, dass wenn er seinen Rear Leg Kick abfeuert, er immer perfekt mit der rechten Hand gekontert wird. Und meistens nur ganz knapp dem Knockout entkommen kann. So rollt er sich bei diesem Kampf wie eine Schildkröte um den Cage herum und konnte so dem Knockout entkommen. Aber das alles nur wegen seinem unorthodoxen Style. Weil ey, wer würde bitte in einem Kampf eine fucking Vorwärtsrolle machen, um seinen Gegner zu entkommen? Da gibt's nur einen und das ist einfach Tony Ferguson. Um euch diesen Fehler nochmal zu verdeutlichen, habe ich mir den Justin Gaethje Kampf nochmal rausgesucht. Dort macht er nämlich wieder genau den gleichen Fehler und entkommt nur knapp einen Knockout. So feuert er wieder einen Legkick ab und lässt seine linke Hand fallen. Justin Gaethje hat das natürlich alles in seinem Gameplan berechnet und feuert eine rechte gerade ab, die Tony Fergusons Kinn kitzelt. Außerdem wird in dem Kampf nochmal deutlich, wie oft Tony Ferguson einfach dumm reinläuft und seine Deckung fallen lässt und gar nicht auf die Gegenoffensive achtet. So benutzt er in diesem Clip einen Superman Punch und wird direkt von Justin Gaethje gekontert. Und das ist das Problem. Tony Ferguson läuft einfach viel zu oft dumm rein und wird so von seinen Gegnern ausgekontert und kassiert einfach viel, viel Damage. Und ein Kämpfer kann nur so viel Damage erleiden, wie es sein Körper erlaubt. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Problem. Nämlich, dass Tony Ferguson alles auf seine Toughness setzt und nicht immer taktisch die besten Entscheidungen tätigt.
Und in seinem Anfangskämpfen, wo er noch auf der Siegesserie war, hat das noch alles gut geklappt. Aber vor allem nach seinem Gaethje-Kampf konnte man erkennen, dass Tony Ferguson langsam zusammenbricht und immer sehr viel Schaden einstecken muss. So verliert er auch das Lachen und macht sehr viel auf Zwang, wobei er früher diese Violence einfach genossen hat. Das kann man vor allem in seiner Wrestling-Kenntnis sehen. So wurde er, nachdem er total von Justin Gaethje im Stand dominiert wurde, erstmal von Charles Oliveira auf den Boden durchgenommen. Und dort konnte man nochmal erkennen, was für eine große Lücke Tony Ferguson in diesem Game hat. So wird er sehr oft in Submissions getrappt, wo er natürlich nicht tappt, und ich frage mich immer noch, wie er diese Armbar überlebt hat oder diesen Leglock von Benil Dariush. Ich glaube, der hätte 99% der Menschheit getappt, aber Tony ist wie anfangs schon gesagt einfach eine ganz andere Maschine und gibt niemals auf, was in der Hinsicht ein sehr großer Negativfaktor wurde. So, nun kommen wir zu meinem Fazit. Ich habe mir dort notiert, dass Tony Ferguson einfach so lange kämpft, bis sein Körper aufgibt und er sich nicht mehr bewegen kann. Was in einer Hinsicht gut ist, aber in der anderen Hinsicht auch ein sehr großer Nachteil sein kann. Denn als er diese sogenannte Joker-Mentalität nach dem Gaethje-Kampf verloren hat und aus meiner Hinsicht den Spaß am Sport verlor, oder vor allem, wenn er ins Octagon steigt, sieht man einfach, dass er in der Corner freest und viele Aktionen einfach zulässt. Was man vor allem im letzten Kampf von ihm gesehen hat. Aus meiner Hinsicht sollte er seinen Kampfstil noch etwas überarbeiten. Wie gesagt, dieser Leckkick-Fehler, der muss auf jeden Fall behoben werden. Und er sollte auch ein bisschen an seiner Takedown-Defense arbeiten und es nicht einfach akzeptieren, so leicht auf den Boden genommen zu werden. Außerdem sollte er seinen Körper seinem Alter entsprechend anpassen und nicht mehr so dumm reinlaufen, wie er es sonst immer machte, da sein Körper und sein Kinn nach einer Zeit auch nicht mehr mit seiner Mentalität mithalten kann und so schwere Verletzungen kaum zu vermeiden sind. Was ihn aber natürlich nicht wünsche. Ich denke, die kleine Pause vom MMA hat Tony Ferguson gut getan und er konnte so seinem Körper ein bisschen Ruhe und Erholung schenken nach den harten Schlachten, die er zuvor geschlagen hat. Sein nächster Kampf ist dabei besonders wichtig und es bei ihm so um alles oder nichts geht. So Freunde, das soll es mit der Analyse gewesen sein. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass Tony Ferguson nochmal zurückkommen kann oder ob es komplett mit seiner Karriere vorbei ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Lasst dem Video doch gerne auch ein Like da und ein Abo, wie anfangs schon gesagt. Aber jetzt genug gequatscht und ich wünsche euch allen einen schönen Tag und haut rein. Bye, Felicia.